gentlemen, it is now 7:30 and we will arrive at 9:15. Guten Morgen mit Kaffee. Wir sind gelandet oder wir sind noch am Reinfahren in den Hafen. Man sieht es glaube ich im Hintergrund. Die Nacht war sehr gut, völlig entspannt. Ich habe nicht wirklich auf dem offenen Meer oder so. Herrlich geschlafen, wirklich gut, um zur Ruhe zu kommen. Perfekt. Ich bin froh, habe ich die Fähre genommen. Bin froh, war jetzt 14 Stunden auf dem Schiff. Jetzt genieße ich noch ein bisschen die Hafeneinfahrt und dann ab in den Bus und die erste Tour auf schwedischem Boden. Jetzt gibt es erstmal Frühstück, Mittag, wie auch immer. Lecker Kaffee, für übrigens haben wir ja die große Batterie. Und leider stehen wir in einem Schattenloch. Aber dahinter, oben auf der Straße, ist mega Sonne. Boah. Aktuell haben wir minus 4 Grad, der Boden ist sehr vereist, aber die Straße ist gut. Jetzt essen. So, jetzt bin ich hier gelandet. Kleiner Camping, der ist offen. Kann meinen Bus da herstellen, ohne Strom, teste die neue Batterie. Ich habe jetzt gekocht, das Kleine ist gegessen. Ziehe mich an und laufe meine Runde. Gucken wir das nochmal an, wo ich bin. Guten Morgen. Das ist der Blick aus meinem Fenster. Yeah. Frisch geduscht, Zähne geputzt, jetzt frühstücken und nach dem Frühstück hole ich den Koch ab, danach den Bus abbauen, alles entspannt, kommt gut. So, ich bin jetzt am Bahnhof, warte auf Sandro, sein Zug sollte jetzt jeden Moment eintreffen oder ist gerade eingetroffen. Dann packe ich ihn ein, dann geht's hoch zu Jasmin und Max zur Norsken Lodge. Heute zu Gast Sandro, Sandro der Koch. Wir haben noch 5,5 Stunden vor uns und diesmal stimmt es wirklich, ich habe mich nicht verrechnet. Und wir sind jetzt gefahren bis jetzt 4 Stunden. Ich denke, den Rest packen wir noch. Ja, sehr gerne. Ja. Willst du auch noch was sagen? Ich rede immer so viel, ist auch okay, wenn ich alleine bin. Also, wir zwei haben Spaß und allzu viel Videomaterial wird heute nicht kommen, weil man sieht irgendwie nur Straße und die sieht man auch nicht mehr, weil es jetzt dunkel ist. Wir haben es 3:15, Sonne ist weg, stehen an der Tankstelle. Also, bis später. Tschüss. So, nach 9 Stunden und 33 Minuten ist genau da die Einfahrt zur Norsken Lodge.
So, gelandet. Das ist Jasmin. Hallo zusammen. Der eine oder andere kennt ihn aus dem Fernsehen. Fernsehen ist da. Der Bus steht da, der wird heute Nacht hier bleiben. Schau mal die Kulisse an. Wow, mega. Prinzipiell werde ich oben schlafen. Müsste aber das Mütze diesmal die Mütze aufziehen. Schauen, ob ich noch Bock habe. Also, schönen Abend.